Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Eingabe eines Deckensystems in das Programm InfoCard an. Bevor wir das Programm InfoCard starten, schauen wir uns erstmal die komplette Aufgabenstellung an. Also hier ist das Deckensystem, was wir modellieren wollen. Wir haben hier Außenwände, Innenwände, wir haben eine Treppenöffnung und hier am Rand Randunterzüge. Ansonsten hier nichts Besonderes. Abmessungen sind ja hier, sehen Sie, sind alle gegeben. Dann Beton C30, 37. Deckenstärke ist hier vorgegeben, 22 cm. Dann sind die statischen Höhen der Bewehrung jeweils hier vorgegeben. Also beziehungsweise das ist die 1x, die 1y. Damit können wir aber die statische Höhe problemlos berechnen. Dann sind die Abmessungen des Unterzugs 24 auf 45 gegeben. Und auch hier das ist die 1 von 3 cm. Außenwände und Innenwände stützen Höhe natürlich bei allen drei gleich. Das ist die Geschosshöhe. Dann haben wir hier gegeben, dass die Außen- und Innenwände jeweils aus Mauerwerk bestehen mit einer Dicke von 24 cm, das E-Modul ist 3700, Stützen, Höhe, wie gesagt, gleich und Abmessung 30 auf 30 und hier haben wir auch C30, 37 wie bei den Unterzügen und bei der Decke. Lasten, Eigengewicht der Decke soll berücksichtigt werden, eine Ausbaulast, eine zusätzliche ständige Last, Nutzlast ist gegeben. Und dann haben wir noch Linienlast am Rand der Treppenöffnung, die wirkt hier. Ne? Da wirkt die Linienlast GK 25, QK 20 kN pro Meter. Gut, dann Aufgabenstellung. Modellieren Sie das oben angegebene System. Elementgröße für die Vernetzung 0,35 Meter. Die Nutzlasten sollen in ihrer ungünstigsten Stellung berücksichtigt werden. Die Stütze soll zunächst ohne Stützenkopfverdichtung eingegeben werden. Führen Sie im Anschluss eine Stützenkopfverdichtung manuell durch, indem Sie die Elemente um die Stütze vierteln und die Nachbarelemente über den Pfähl anpassen und das Netz angleichen. Ja, dann die Federsteifigkeit der Wände und Stützen sollen rechnerisch ermittelt und berücksichtigt werden. Machen wir das jetzt schon mal. Also wir haben Außen- und Innenwände. Außen- und Innenwände. Die haben das gleiche Material, gleiche Dicke, deswegen können wir das direkt zusammenrechnen. Wir haben das E-Modul 3700 mal die Dicke von 0,24 und das teilen wir durch die Höhe 3,5, kommt raus 254 MN pro Quadratmeter. Formel ist grundsätzlich E mal A oder Dicke, je nachdem, durch die Höhe H. Es kommt immer darauf an, ob wir das dann hier in Quadratmeter oder in Meter angeben. Also hier E mal einfach nur B, weil wir das pro laufenden Meter machen. Und für die Stützen, da haben wir das E-Modul für den Beton C30, 37, haben wir 33.000 mal die Abmessung hier 0,3 mal 0,3. Und das durch die Höhe von 3,50 m kommen wir auf 849 MN pro Meter. Ja, dann steht hier, der Unterzug soll als zentrischer Balken mit der Ersatzsteifigkeit IUZ, bzw. Ersatzhöhe H-Stern, berücksichtigt werden. Rechnen wir das jetzt auch eben kurz aus. Dann haben wir hier IUZ, also IU-Unterzug B mal H hoch 3, also Breite des Unterzugs 24, Höhe 45, beziehungsweise das, was unter der Decke ist, sind dann ja sogar nur noch Höhe 22, 45 minus 22, also 23 cm. Das heißt 0,24 mal 0,23 hoch 3 durch 12. Das plus die Fläche, also 0,24 mal 0,23. Das E meint den Abstand hier von Mitte Unterzug zu Mitte Deckenplatte, das ist das E. Das heißt, das ist einfach die Gesamthöhe halbe. Gesamthöhe sind 0,45 halbe zum Quadrat. Gut, dann kommt daraus 0,00304 und damit rechnen wir dann H-Stern aus. H-Stern ist 12 mal IUZ, also 12 mal 0,00304 durch B 0,24 ist die Breite
und das Ganze hoch ein Drittel, kommt raus 0,534 Meter. Also anstelle der 23 cm verwenden wir also für die Eingabe 53,4 cm. Ja, der Druckstrebenneigungswinkel soll vom Programm berechnet werden. Bemaßen Sie Ihre Zeichner wie in der obigen Zeichnung dargestellt. Ja, also die Maßketten sollen wir dann anbringen, auch in unserem Modell. Legen Sie die maßgebenden Lastfelder fest und erzeugen Sie die zugehörigen Nutzlastfälle Kategorie C für Sammelbereich sowie den Lastfall ständige Lasten. Definieren Sie folgende Lastfallkombination für die Bemessung nach DIN 1992 1.1 ständig vorübergehende, seltene und quasi ständige Lastfallkombination. Und dann sollen wir noch die Berechnung der Schnittgrößen und die Bemessung nach DIN durchführen. Die restlichen Aufgabenteile, die jetzt noch kommen, die schauen wir uns an, nachdem wir das Ganze modelliert haben. Ja, jetzt schauen wir uns die Modellierung InfoCut an. Dafür wählen wir zunächst die Tragwerksart aus, hier finite Elementsystem. Danach speichern wir das Ganze, Datei speichern unter und wählen oder tippen ein Klausur Sommersemester 2020 Aufgabe 11. Danach werden wir über Modellelemente das Ganze erstmal zeichnen, also zeichnen Modell Wand. Wir fangen mit den Wänden an. Ich würde jetzt folgendermaßen, dass ich mit der Wand hier oben anfange, dann hier runter gehe und danach von der Wand wieder hier anfange und dann diesen Weg gehe. Gut, also Zeichnemodell Wand haben wir schon ausgewählt. Breite 24 cm passt auch. Achse ein, wollen wir dargestellt haben. Dann könnten wir auch hier schon die Eigenschaften anlegen. Meist haben wir das erst hinterher angelegt, mache ich aber jetzt hier schon. Wir haben jetzt erstmal eine gelenkige Lagerung fest vorgestellt. Wir haben aber eine Dehnsteifigkeit berechnet. Dann geben wir die auch direkt hier mal ein. Das waren für die Wände 254. Dann bestätigen wir mit OK. Und dann fangen wir mit dem Wandanfang bei 0,0 an. Jetzt gehen wir erstmal in X-Richtung 7 Meter, also 7,0. Und hier ganz wichtig auf Achse klicken, damit das die Achslinie ist und nicht die Außenkante. Danach gehen wir runter auf den Punkt 7,4. Ich mache das jetzt gerade in globalen Koordinaten. Ich hätte auch Relativkoordinaten hier auswählen können. Danach kommt 9,4. Je nachdem, wie man möchte, kann man, wie gesagt, Relativkoordinaten, das ist auch gut. 11,7 wäre dann der nächste Punkt. Und dann haben wir das bis hierhin. Jetzt habe ich gesagt, ich will erstmal diesen Weg zeichnen und danach hier diesen. Dafür gehe ich hier nochmal auf Anfang und wähle hier das aus. Na, jetzt habe ich mich verklickt. Gut, dann gehen wir einmal ein bisschen hier rein. Ich habe einfach mit Escape das Ganze beendet, weil ich mich vertippt habe. Dann klicke ich jetzt hier. Jetzt habe ich den richtigen Punkt gefangen. So, dann gehe ich jetzt hier runter und zwar 10 Meter, also 0, 10. Und jetzt, wenn ich neu angefangen habe, muss ich hier Achse drücken. Gut, dann gehe ich rüber auf den Punkt 6, 10. Gut, dann haben wir das. Jetzt können wir noch Folgendes machen. Wir können das hier verschneiden, weil das sieht nicht so schön aus. Ist für das Programm vollkommen egal. Nur optische Gründe. So, haben wir das verschnitten. Also hier haben wir jetzt eine schöne Ecke. Gut, dann geben wir die Innenwände ein. Fangen wir mit der an. Die Wand, die und die. Welche Reihenfolge ist hier eigentlich egal. Aber die drei Wände werden wir jetzt eingeben. Also wieder zeichnen, Modell, Wand. Und dann geben wir, ne, die Eigenschaften sind noch drin. Die Innenwände waren ja genauso, ansonsten könnte man die hier auch noch mal ändern. Wir fangen an mit 0,4 als erste Koordinate und dann gehen wir bis 3,64. Bei InfoCut immer mit Komma. Dann wichtig, wieder auf Achse klicken. Dann wählen wir einen neuen Anfang und dann wähle ich den Anfang bei 1,64. Und gehe dann runter bis 1,66. Auch hier Achse klicken, dann nochmal neuen Anfang. Der Anfang ist hier, zoomen wir am besten wieder rein. Wählen wir diese Ecke und dann gehen wir rein bis nach 6,4.
Auch wieder hier Achse klicken. Und jetzt können wir das Ganze noch verschneiden, damit es schöner wird. Ja, wie gesagt, das ist einfach nur eine optische Sache. Das müssten wir nicht zwingend machen. Hier verschneiden. Ja. Der Wand. Hier verschneiden mit der Wand. So. Dann haben wir das auch. Haben wir alle Wände verschnitten. Danach können wir die Stütze eingeben, zeichnen, Modell, Stütze. Auch hier können wir sofort die Eigenschaften angeben, also die Federsteifigkeit hier eingeben, 849 hatten wir da ausgerechnet. Und hier können wir das Häkchen für Stützenkopfverdichtung wegmachen. Da stand ja da, dass wir das nicht machen wollen, also habe ich das weggemacht. Wir haben hier eine Rechteckstütze 30 auf 30. Wir sollen erstmal den Stützenmittelpunkt angeben, der liegt bei 11,11. Entschuldigung, bei 11,10 liegt der Stützenmittelpunkt, aber ist kein Problem. Einfach Escape, Stütze, Rechteck. Und dann haben wir bei 11,10 den Punkt. Ne? Und dann die Abmessungen sind 30 auf 30, also geben wir 0,3 ein und dann ist die Stütze da. Gut, dann haben wir als nächstes noch die Randunterzüge. Nochmal nach, hier Randunterzug, da und da. Dafür gehen wir auf Zeichnen, Modell, Rand und können auch hier sofort als Eigenschaft Stabzug wählen. Ja, Stabzug. Wir könnten auch hier schon den Querschnitt angeben. Machen wir das einfach mal. Querschnitt, legen wir einen neuen Querschnitt an. Wir haben hier einen Polygonquerschnitt. Ja, Polygonquerschnitt wählen wir Polygonrechteck. Wir geben ja das Ganze als zentrischen Balken ein. Und wir haben eine Breite des Unterzugs von 0,24 Meter. Und eine Höhe, die wir berechnet haben, die Satzhöhe von 0,534 Meter. D1 3 cm, das passt. Können wir also mit OK bestätigen. Und dann haben wir auch schon den Querschnitt hier eingegeben. Hier müsste man den nochmal hier auswählen. Ja, also hier haben wir den Stabzug und den Polygonquerschnitt schon direkt definiert. Okay, jetzt können wir hier das Ganze über Fangen machen. Also ich fange mal hier diesen Punkt, den Punkt. Dann sehe ich auch durch diese Linien, sehe ich, dass es ein Stabzug ist. Und dann gehe ich rüber und habe den Stabzug eingeben mit den Eigenschaften. Ich sehe gerade hier, das muss ich nochmal verschneiden. Eigentlich sah das doch gerade schon gut aus, aber gut. Jetzt hört das immer noch nicht so, wie ich möchte. Wie gesagt, das ist aber auch jetzt nicht entscheidend. Weil das für das Programm ist es nur wichtig, dass wir eine Systemlinie haben. Ob das hier so schön verschnitten ist, das ist egal. Wir sehen ja auch hier nicht einen Unterzug mit zwei Linien, sondern einfach nur eine Linie in der Mitte mit hier diesen Querschnittsangaben. Okay, dann, was haben wir noch in der, gucken wir noch mal in die Zeichnung rein. Wir haben hier noch eine Treppenöffnung. Ansonsten haben wir alles modelliert. Geben wir also hier die Treppenöffnung ein. Dafür gehen wir auf Zeichnen. Modell Loch. Müssen hier auf Eigenschaft, ganz wichtig, erstmal wieder auf Standard zurückstellen. Ansonsten hat er hier den Querschnitt und alles drin. Ne, deswegen hier Standard. Und dann fangen wir einfach hier mit den Ecken an. Ne, wählen die aus, nach und nach. Hier haben wir jetzt keine Ecke. Jetzt müssten wir hier eine Koordinate eingeben. Die Koordinate ist 0,6. Und dann den letzten nicht anklicken, sondern auf Schließen klicken. Jetzt haben wir hier das Loch. Loch sieht man auch nicht. Das werden wir nur hintersehen, wenn wir das FEM-Netz erstellen, dass da halt nichts passiert ist. So, dann gehe ich mal, mache ich das ein bisschen größer. Ich mache mal Zoom alles. Und jetzt sollen wir das Ganze auch vermaßen, so wie in der Zeichnung dargestellt. Mache ich jetzt auch mal. Ich gehe hier auf Zeichnen, Modell, Zeichnen, Bemaßung und wähle die Objekte aus. Ich wähle das Objekt wollte ich nicht vermaßen und das wähle ich noch aus. Dann drücke ich auf Enter und sage, ich möchte eine horizontale Bewährung. Wo möchte ich die haben? Hier drüber möchte ich die haben. Dann zoom alles und dann haben wir schon die obere Bemaßung. Dann gehen wir jetzt hier links, Escape, Bemaßen, Enter, Objekte. Ich wähle die Wand und
Ich möchte auch das Loch direkt mit vermaßen, deswegen wähle ich das aus. Enter, Vertikalbemaßung, ich klicke hier auf und die Bemaßung steht auch. Dann nehmen wir die Bemaßung hier rechts, wieder Escape und bemaßen einfach auf Enter. Dann wähle ich wieder Objekte aus, die Wand, die Wand und die Stütze brauche ich nur auswählen. Dann habe ich die, was ich brauche, Enter, Vertikalbemaßung, klicke hier neben. Das passt auch mit dem, was ich hier gemacht habe. So kontrollieren wir uns automatisch mit der Bemaßung. Ja? Dann wieder Escape, Enter, Objekte und dann wählen wir einfach die Wand und die Stütze, Enter, Horizontalbemaßung hier hinklicken. Wenn uns das zu tief ist, können wir übrigens einfach auf Position und nochmal neu klicken. Ne? Gut, dann haben wir noch eine Bemaßung hier innen, nehmen wir die auch ruhig mit, wieder Escape, Bemaßen, Objekte, ich wähle das, das und das aus, das müsste reichen, drücken wir auf Enter, wir haben eine Horizontalbemaßung, klicke ich hier hin. So, das, was wir jetzt im Unterschied haben zu der Zeichnung, die wir gegeben haben, ist, dass hier nochmal 7 Meter steht, ist jetzt nicht schlimm. Ich mache es einfach mal weg, ja, das kann man einfach anklicken, entfernen, drücken. Hier haben wir auch noch die beiden Linien, ja, diese kleine Hilfslinie, die sind jetzt aber auch weg, das geht ganz fix. Ja? Und jetzt sieht das Modell mit Unterschied, dass wir das Loch anders dargestellt haben und den Unterzug genauso aus, wie wir das hier in der Zeichnung sehen. Okay, dann, System ist modelliert, bemaßt ist es, wir sollen eine Elementgröße von 0,35 Meter verwenden, machen wir das, also speichern wir vielleicht einmal zwischen, okay, und dann gehen wir jetzt auf Modellieren, Form 3 aus dem Modell wählen wir aus, Enter, wir haben eine Platte, das passt, brauchen wir also nichts ändern und wir haben hier 0,35, wieder auf Enter und dann sehen wir, jetzt vernetzt und das Loch erkennt man halt nur darin, dass es hier kein Netz in diesem Bereich abgebildet ist. Okay, dann können wir hier bestätigen, das Netz ist also auch erstellt und an dieser Stelle mache ich es immer so, dass ich die Zeichnung ausblende, damit wir hier das Ganze, wenn wir Zoom alles machen, etwas größer sehen können. Okay, dann das nächste, was wir hier laut Aufgabenstellung machen sollen, wir sollen die Nutzlasten in der ungünstigsten Stellung berücksichtigen. Im Gegensatz zu den Aufgaben, die wir sonst haben, haben wir hier relativ wenig Lastfälle. Also wir machen erstmal den Lastfall allgemein, nämlich den Lastfall Eigenlast. Nochmal, wie ist es, wenn wir Eigenlast eingeben? Wir sehen das nur hier oben in der Ecke, ja, sonst nicht. Und wir haben noch eine Ausbaulast, die geben wir direkt in einem Lastfall ein. Geben wir Flächenlast, Gebietslast, okay. Ich klicke hier oben einmal links neben und unten rechts neben und gebe die Ausbaulast von, die wir gegeben haben, von 1,2 kN pro Quadratmeter ein. Mit OK bestätigen. Es ist nicht schlimm, dass die über den Rand herausgeht. Gebietslasten sagt immer nur der Bereich, wo tatsächlich Elemente liegen, die werden belastet, alle anderen nicht. Okay, das war Lastfall 1. Geben wir dem noch einen Namen, Eigengewicht. Und dann sollen wir die Nutzlasten in der ungünstigsten Stellung eingeben. Dafür geben wir Gleichlastrechteck. Okay. Und hier ist es tatsächlich nur so, dass wir dieses Rechteck hier oben eingeben. Also da, da und dann auf der anderen Seite klicken mit 2,5. Kilonewton pro Quadratmeter, einfach mit OK bestätigen. Und wir geben das hier unten ein. Wir könnten rein theoretisch einfach hier so drüber ziehen. Ja, der belastet sowieso nur das. Dann kriegen wir aber eine Warnung. Möchte ich nicht, deswegen machen wir in dem neuen Lastfall nicht Gleichlastrechteck, sondern Gleichlast-N-Eck. Dann können wir nämlich hier die Ecken abfahren. Alle. So, doch hier. Und dann können wir am Ende auf Schließen klicken und dann geben wir auch hier die 2,5 kN pro Quadratmeter ein, mit OK bestätigen. So, das sind unsere Lastfälle. Dann haben wir noch, machen wir vielleicht nochmal hier Beschriftung. Das nennen wir Q oben
und Q unten. Jetzt haben wir noch eine ständige Last. Packen wir einmal bei Eigengewicht noch die Linienlast dazu. Das ist die freie Linienlast. Okay. Und die tragen wir hier, da wo die Fenster, die Tür, Treppenöffnung ist, da tragen wir jetzt das ein. Und zwar haben wir von Anfang bis Ende eine Last, eine ständige Last von 25 kN pro Meter. Wir gucken nochmal kurz hier rein. Das war das, was hier steht. Ständige Last 25, veränderliche 20. Also hier 25 mit OK bestätigen. Wir haben also hier QZ eingegeben als Eigengewicht. Und dann machen wir jetzt noch einen neuen Lastfall, wo wir auch die freie Linienlast eingeben. Auch wieder von Anfangsknoten bis zum Endknoten. Diesmal 20 kN pro Meter. Mit OK bestätigen. Und den Lastfall nennen wir dann Linienlast. Ja, können wir auch Q vorschreiben, ist ja auch eine Nutzlast. Gut, dann haben wir die Nutzlasten angegeben. Ja, die Federschleifigkeiten haben wir schon eingetragen. Wir haben die Stützenkopfverdichtung schon gemacht. Wir haben auch den Querschnitt des Unterzuges schon eingegeben. Gehen wir nochmal hier hin und gucken mal, ob wir auch den richtigen Beton gewählt haben. Das steht hier am Anfang C3037 laut Aufgabenstellung passt. Ja. Aber also mit OK bestätigen. Die Deckendicke haben wir noch nicht eingegeben. Wir brauchen hier nur ein Elementnetz anklicken. Deckendicke laut Aufgabenstellung 22 cm. C3037 ist schon drin. Und dann können wir hier noch bei, muss ich kurz gucken, an einer Stelle ausstellen. Ich glaube, das ist hier. Da haben wir es, Cotangens Theta. Ja, also bei DIN 1992 1,1 Basiswerte stellen wir Cotangens Theta auf 3. Warum? In der Aufgabenstellung steht, stand's, der Druckschädigungswinkel soll vom Programm berechnet werden. Wenn wir da die 1,0 haben, wählt er immer die 1,0. Und wenn ich 3,0 eingebe, ist der Wert 3,0 der obere Grenzwert. Das heißt, es wird berechnet, aber nicht mehr als 3,0 verwendet. Ja. Okay, dann müssen wir danach jetzt noch hier die Lastfallkombination definieren. Bestätigen wir erstmal hier mit OK. Wobei wir noch, da machen wir noch eine Sache, müssen wir noch erinnern. Und zwar die Betonstahlbewährung. Auch hier gucken wir mal kurz rein. Wir haben hier die 1x 2,5, die 1y 3,5. X 2,5, y 3,5. Mit OK bestätigen. Ja. Und dann können wir hier bei Berechnung Einstellungen die Einwirkung festlegen. Also erstmal das Eigengewicht. Dann die Nutzlasten. Laut Aufgabenstellung sind die Nutzlasten der Kategorie C zuzuordnen, also C-Versammlungsbereich. Inklusive Lastfälle haben wir jetzt drin. Können wir mit OK bestätigen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Lasten drin und jetzt sollen wir noch ein paar Situationen anlegen. Einmal die ständig vorübergehende Situation, dann die quasi ständige, seltene, machen wir als erstes, gehen wir der Reihe nach und dann die quasi ständige. Das sind die drei Lastfallkombinationen, die wir eingeben sollen. Bestätigen wir mit OK. Mit OK. Ja, dann führen wir jetzt noch an der Stütze eine Stützenkopfverdichtung durch. Ich wähle mal das Element hier aus und dann wähle ich hier verdichten. Und das Ganze soll geviertelt werden. Danach wählen wir hier die Nachbarelemente aus, verdichten und sagen anpassen. Ja. Und dann haben wir das, was wir benötigen, alles eingegeben. Einmal zoom alles, dann speichere ich das Ganze nochmal zum Abschluss. Und dann können wir hier eine Stapelberechnung durchführen.
Das Ganze mit OK bestätigen. Gut, die Ergebnisse sind durch. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir 0 Warnung, 0 Fehler haben. Hier einmal die Bemessung mit 0 Warnung, 0 Fehler und hier die statische Berechnung mit 0 Warnung, 0 Fehler. Wunderbar, hat also alles geklappt. Dann können wir uns jetzt die Ergebnisse anschauen. Hier fangen wir mit A an. Lesen Sie jeweils das größte Feldmoment der Unterzüge für die Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit aus InfoCard aus und ermitteln Sie überschläglich für das betragsmäßig größte Bemessungsmoment die erforderliche Längswährung im Querschnitt. Gut, fangen wir damit an. Also im Grenzzustand der Tragfähigkeit sollen wir die Schnittgrößen der Unterzüge, also Schnittgrößenstäbe, MY, also das Moment, sollen wir bestimmen. Das heißt, wir haben hier an diesem Unterzug einen Wert von 66,73 und an diesem Unterzug einen Wert von 35,0. Ja, also der Unterzug unten hat einen Moment von 66,73 kN und der Unterzug rechts hat einen Moment von 35,0 kN. Dann sollten wir hier noch das überschlägig berechnen. Haben wir hier 66,73. Das Ganze durch 0,9 mal statische Höhe, die 1. Wir haben 45 cm hoch, die 1 ist 3, also 42 cm, also 0,42. Und dann noch durch 43,5 kN pro Quadratzentimeter kommen wir auf 4,06 Quadratzentimeter für die erforderliche Bewährung AS für den Unterzug. Dann Aufgabenteil B. Entnehmen Sie aus InfoCard die dort als erforderliche ermittelte Längsbewährung des Unterzuges. Warum stimmt die Bewährung für den Grenzzustand der Tragfähigkeit nicht mit den berechneten Ergebnissen überein? Also die Längsbewährung des Unterzuges sollen wir auslesen. Längsbewährung Unterzug finden wir, Betonstahlbewährung, Biegung Stäbe. Und dann können wir hier auf Tragfähigkeit gehen. Und dann sehen wir hier unten, also hier sehen wir den Wert 3,0. Und hier unten können wir sogar den genauen Wert auf 2 Nachkommastellen, 3,01 Quadratzentimeter, auslesen. Dann tragen wir die Werte hier für die Tragfähigkeit. Haben wir das ausgelesen? Im Feld 3,01 Quadratzentimeter. Ja, warum stimmt der Wert nicht überein? Der Wert stimmt nicht überein da die Modellierung des Unterzuges nach dem Berechnungsmodell und nicht mit dem Bemessungsmodell erfolgte. Das ist nicht die richtige Bauteilhöhe. Okay. Dann Aufgabenteil C. Ermitteln Sie das maximale und das minimale Hauptmoment der Platte. Dafür gehen wir auf Schnittgrößen Flächenelemente, ständig vorübergehende M1. Da haben wir einmal 63,69, das maximale Hauptmoment. Und bei M2 finden wir minus 101,24 hier unten das minimale Hauptmoment. Gut.
tragen wir die Hauptmomente ein. Minimal hatten wir ausgelesen minus 101,24 Kilonewtonmeter und maximal hatten wir einen Wert von 63,69 Kilonewtonmeter pro Meter, ist das immer ausgelesen. Dann Aufgabenteil D. Ermitteln Sie für die Tragfähigkeit der Platte die erforderliche maximale Bewährung für die obere und untere Lage in X- und Y-Richtung. Also Betonstahlbewährung, Biegung Flächenelemente, auch Tragfähigkeit, ASX erste Lage, das ist die obere Bewährung, da haben wir einen maximalen Wert von 13,81. ASX 2 untere Lage haben wir einen maximalen Wert von 6,09. ASY, also in Y-Richtung, jetzt in diese Richtung, haben wir den maximalen Wert in der oberen Lage von 15,7 und in der unteren Lage von 10,52. Dann tragen wir die eben noch ein. Obere Lage ASLX 13,81 Quadratzentimeter, ASLY 15,70 Quadratzentimeter, für die untere Lage ASLX 6,09 Quadratzentimeter und für die untere Lage in Y-Richtung 10,52 Quadratzentimeter. Dann kommen wir jetzt zur Aufgabenteil E. Lesen Sie die maximal verformende Deckenplatte für die maßgebende Lastfallkombination aus. Kann die ausgelesene Verformung für den Nachweis zur Begrenzung der Verformung gemäß EC2 verwendet werden? Begründen Sie Ihre Antwort. Also lesen wir erstmal die maximale Verformung aus. Dafür gehen wir auf Knotendeformationen, ständig vorübergehende, nicht, sondern quasi ständige ist ja die richtige Bemessungskombination dafür, und wählen UZ. Und dann können wir die maximale Verformung hier auslesen, ist 2,891 steht hier unten. Wir können das natürlich auch versuchen, hier rauszusuchen. Das müsste sich natürlich irgendwo hier in diesem Bereich, hier 2,888 sehen wir, 2,891, ne? Aber brauchen wir nicht, wir haben die schon hier gegeben. Gut, das war der Wert, den wir für die Aufgabe E brauchen. Wir tragen die Verformung ein. Das sind 2,891 mm unter der quasi ständigen Belastungssituation. Und warum können wir die nicht verwenden? Also, oder dürfen wir die verwenden? Nein, dürfen wir nicht so verwenden. Warum nicht? Die Verformung wurde im ungerissenen Zustand also im Zustand 1 ermittelt und enthält keine Anteile auskriechen und schwinden. Ich hoffe, Sie erinnern sich, Verformungsberechnung, immer, dass wir sowohl im Zustand 1 als auch im Zustand 2 die Krümmung bestimmt haben und das sowohl immer für Last kriechen und schwinden. Und dann haben wir im Rissverteilungsbeiwert gesagt, wie viel des Querschnitts ist gerissen. Und das passiert hier alles bei dieser Berechnung nicht. Hier wird einfach im ungerissenen Zustand die elastische Verformung berechnet. Dann schauen wir uns jetzt Aufgabe F an. Geben Sie die Spannung in X- und Y-Richtung an der Plattenoberseite der Decke im Bereich der Wandenden W1 bis W3 an. Wandende W1 ist hier, 2 und 3. Dann schauen wir uns das einmal an. Da gehen wir hier auf Spannung Flächenelemente allgemein und dann wählen wir hier bei ständige vorübergehende Sigma X oben, Sigma Y oben. Ja.
nacheinander. Fangen wir mit Sigma X oben an. Wir haben hier eine numerische Ausgabe. Dann scrollen wir hier rein und sehen, bei W1 haben wir 6,73. Bei W2 0,87. Und bei W3 0,69. Das gilt für die X-Richtung. Für die Y-Richtung gucken wir das auch, für die obere Lage. Da finden wir für W1 minus 2,03, für W2 4,41 und für W3 5,27. Ja, dann tragen wir die Spannung auch eben ein. Also W1, am Wandende W1, haben wir Sigma X1 6,73 Newton pro Quadratmillimeter ausgelesen. Für Y-Richtung hatten wir minus 2,03 ausgelesen. Am Wandende W2 0,87. In Y-Richtung 4,41. Und dann noch am Wandende W3. Da hatten wir Sigma X3 0,69 Newton pro Quadratmillimeter. Und Sigma Y Wandende 3 5,27 Newton pro Quadratmillimeter.